Qualität, Qualität und nochmals Qualität, darauf setzen viele Anleger bei ihren Aktieninvestments. Allerdings sind die Bewertungen zuletzt stark gestiegen. Darüber wollen wir sprechen hier auf dem Interviewmarathon bei der V-Bank hier in München mit Thomas Portig, Portfolio-Manager bei der Vermögensverwaltung Sand und Schott. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier auch Teil dieses stundenlangen Interviewmarathons zu sein. Qualitätsaktien sind ja ein sehr weit gefasster Begriff, Herr Portig. Wann schafft es dann ein Unternehmen in Ihr Portfolio überhaupt? Also ein Unternehmen schafft es bei uns ins Portfolio, wenn es ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat, das nach Möglichkeit schon seit vielen Jahren sich bewährt hat und wo wir davon ausgehen, dass es sich auch in den nächsten Jahren weiterhin bewähren wird. Weiterhin sollte das Unternehmen jetzt nicht unbedingt Monopolist sein, aber es sollte eine marktbeherrschende Stellung haben. Dann ist es schwerer, dieses Unternehmen anzugreifen. Wir mögen Unternehmen, die auch eine relativ hohe Eigenkapitalquote haben, das heißt über 25%, denn dann ist so ein Unternehmen auch krisenfest, wenn es mal etwas ruppiger wird an den Börsen. Weiterhin ist für uns ganz wichtig ein stetiger und möglichst hoher Cashflow-Strom, denn dann kann das Unternehmen auch Dividenden ausschütten. Wir mögen Unternehmen, die Dividenden ausschütten, die über dem Durchschnitt sind, also nach Möglichkeit mehr als 2,5%. Und das bei einer möglichst niedrigen Ausschüttungsquote. Und wenn dann so ein Unternehmen auch noch zu einem einigermaßen vernünftigen Preis zu kaufen ist, im Vergleich zu seinem historischen Durchschnitt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis angeht, dann ist es eine Qualitätsaktie, die wir gerne in unserem Portfolio haben und nach Möglichkeit lange halten möchten. Ich bin Journalist, wie Sie wissen, und ein Journalist hat es gerne immer ein bisschen praktischer. Das war jetzt die Theorie, spannend natürlich, klar, aber können Sie das, was Sie jetzt in der Theorie uns geschildert haben, in praktischem Beispiel illustrieren? Nehmen wir Vinci, sagt wahrscheinlich viel nichts, aber Vinci ist der weltweit größte Baukonzern. Vinci ist auch Europas größter Betreiber von Infrastrukturen. Das heißt, wenn Sie in Paris Charles de Gaulle landen oder abfliegen, dann zahlen Sie Flughafengebühren an Vinci. Wenn Sie auf einer französischen Autobahn fahren, dann zahlen Sie Maut an Vinci. Das Unternehmen hat über 180.000 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen gibt es seit über 100 Jahren. Das Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche Free Cashflow-Rendite von über 6% gehabt. Das Unternehmen hat über 25% Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalrendite liegt bei über 16%. Das Unternehmen schüttet knapp 3% Dividendenrendite aus und das bei einer Ausschüttungsquote, die unter 50% liegt. Das heißt, es bleibt genügend Potenzial, dass sich dieses Unternehmen auch noch weiterentwickeln kann. Es ist außerdem einer der wenigen nachhaltigen Baukonzerne auf der Welt und Betreiber von Infrastrukturen nachhaltig. Und somit ist das eine Qualitätsaktie par excellence, denn es gibt Vinci zu einem Kursgewinnverhältnis von knapp 17. Da übrigt sich fast meine nächste Frage, denn die wäre gewesen, wie Sie die aktuellen Bewertungsniveaus sehen. Natürlich können wir das von diesem Unternehmen ganz unabhängig betrachten, insgesamt für sogenannte Qualitätsaktien. Werden Sie darüber hinaus fündig oder wird es langsam eng? Nein, überhaupt gar kein Problem. Wenn man, was Journalisten manchmal tun, die Märkte etwas undifferenziert betrachtet, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Märkte hoch bewertet sind. Aber nehmen Sie als Beispiel den Standard & Poor's 500 Index in den USA. Wenn Sie dort die sogenannten Fang-Aktien rausrechnen, also Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google bzw. Alphabet, dann sieht auf einmal das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 Index vollkommen anders aus. Ja? Das heißt, das, was gestiegen ist in den letzten Jahren, sind hauptsächlich Wachstumswerte, sind Technologiewerte, aber Substanzaktien sind weiterhin ganz normal fair bewertet, teilweise sogar niedrig bewertet. Wir haben überhaupt gar kein Problem, hervorragende Aktien zu finden. Es kommt sicherlich auch immer darauf an, nicht nur die einzelne Aktie zu finden, die dann eine gute Rendite liefern soll, sondern auch diese Aktie in ein Portfolio-Mix zu packen. Wie stellen Sie sich hier auf, um ordentliche Renditen gewährleisten zu können? Es ist eigentlich einfach, man muss einfach nur Klumpenrisiken vermeiden. Das heißt, keine Branche massiv übergewichten. Wir gewichten Branchen nie mehr als 20%.
Das ist ein großer Unterschied, beispielsweise, wenn Sie sich das ein oder andere ETF kaufen. Da haben Sie zum Teil sehr hohe Klumpenrisiken, weil bestimmte Branchen einfach durch die Marktkapitalisierung sehr hochgewichtet sind. Das kann man in einem individuellen Aktienportfolio hervorragend vermeiden, indem man sehr gleichmäßig über die Branchen streut. Das Gleiche gilt auch für Länder. Wir mögen keine massive Übergewichtung eines Landes. Auch hier ein Beispiel, wenn Sie den MSCI World Index nehmen, den viele sich ja auch als ETF kaufen, dann haben Sie eine Gewichtung von knapp 60% in den USA. Das muss man als europäischer Investor mögen. Wir mögen mehr eine Gewichtung in Deutschland und Europa, Gleichgewichtung über viele Länder hinweg. Und dann ist ein Portfolio recht sicher. Oh, jetzt haben wir die Investmentfliege hier. Das heißt, wenn man das berücksichtigt, dann kann man auch die Volatilität eines solchen Portfolios senken. Beispiel, unser 25 Aktien weltweit anlegendes Portfolio hat in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche Volatilität von rund 13% gehabt. Der DAX hat eine von rund 18% gehabt in dem Zeitraum. Das heißt, man kann also die Volatilität durch Streuung senken, durch Diversifikation. Und das ist überhaupt gar kein Hexenwerk. Dann danken wir Ihnen ganz herzlich auch dafür, dass Sie die Investmentfliege haben leben lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt letztlich dabei. Herzlichen Dank, Thomas Portig, für das Gespräch. Dankeschön. Ja.